Hallo Leute, ja, jetzt steht da oben im Schriftzug ein fauliger Geruch von Sumpf. Was will mir das sagen? Aber irgendwo werde ich angegriffen, kann das sein? Das sieht jetzt nicht so gut aus, ne? Kriege ich das jetzt noch hin? Wo ist denn der? Da unten. Also, ich weiß, wofür der Schlüssel ist, ne? Für die da unten. Ich habe gerade ein Problem mit Essen. Wie immer. Und das sind ziemlich viele, ne? Und ich weiß gar nicht, warum die jetzt immer hier sind. Wie kriege ich die nur kaputt? Okay. Die sind jetzt drin. Die hauen mir meine ganze Hütte kaputt. Warum sind die jetzt hier und machen mich kaputt? Kein Mensch weiß das. Ja, Großbildschirm war es natürlich jetzt gerade nicht so, ne? Weil ich gerade im Stress war, ne? Gut, dass sie zu doof sind, hier hochzukommen, ne? Keine Pfeile mehr oder was? Nein, ich habe keine Pfeile mehr, doch. Meine Güte, ey. Was wollten die jetzt hier? Kann mir das einer sagen? Mir meine Hütte kaputt gehauen haben sie. Traube-Trophäe, neues Material, Innereien. Na super. Hier alles zerstört.
Hier ist hoffentlich noch alles heile geblieben. Durch die Tür sind sie nicht gekommen. Ist hier noch wer? Wohl nicht. Das heißt für mich natürlich, dass ich jetzt die Verteidigung verstärken muss, ne? Ist hier noch irgendwo einer? Ne. Ja, super. Also hier kann man wohl nichts mehr reparieren, ne? Wo ist der Hammer? Auf 5? Ja. Das Tor, okay. Tür hat mal gerade so standgehalten, ne? So, da müssen wir jetzt was bauen. Palisade. Gut. Nur reparieren gerade erstmal. Ganzes Essen ist hin. Naja, super. Wie kann ich das hier mal umbauen, dann dadurch ein bisschen? Weiß ich nicht, muss ich mal gucken. So, ich glaube, ich habe jetzt erstmal alles repariert. Ja, so ist das, ne? So ein Angriff aus dem Sumpf. So ein Shit aber auch. Und hier muss ich aufpassen, was ich da tue, ne? Das ist schon ein bisschen schwierig mit dem Heilemachen hier. Was können wir da jetzt für eine Plattform hinbauen? Ich glaube diese, ne, oder? Ah,
die passt jetzt wohl. Das ist kein Harz, okay. Sind wir jetzt soweit fertig? Ich glaube schon, ne? Wir sind wieder auf dem Stand, bis auf hier vorne, dass hier eine zwei Truhen mir noch fehlen. Dafür brauche ich jetzt wahrscheinlich Holz. Aber ich habe noch genug Holz in der Tasche. So, die Essenssachen habe ich glaube alle hier aufgesammelt, ne? Na komm, lass uns gucken, dass wir eine Truhe gebaut kriegen. Dass wir das hier wieder hinstellen können. Zutaten. So, und da verschieben ist die Truhe, oder? Nee. Möbel. Da. Ja. Nee, ich muss glaube erst da was reintun, damit das klappt. So, das war Zutaten. Die Frage, was Zutaten sind, ne? Ich glaube, das sind auch Zutaten. Das passt alles. Na, das haben wir erstmal alles jetzt. Jetzt können wir das hier aufsammeln, das Fleisch. Jetzt brauchen wir wieder eine Truhe noch. Jetzt kommt das Fleisch da wieder rein, ne? Hier oben ist nichts, ne? Also hier müssen wir noch was reparieren. Bauen, was ist schwerer Bau? Der Hammer, okay. Aber hier ist nichts dazugekommen, ne? Das brauchen wir jetzt. Und da können wir vielleicht noch so einen Pfosten in der Ecke stellen. Geht das? Gefällt mir dann ein bisschen besser, ne? Also ganz toll ist das Haus nicht gebaut, sehe ich gerade. Achso, wir wollten eigentlich da umbauen, ne? Naja, jetzt ist es zu spät. Für Fackeln anmachen brauchen wir Harz, steht da. Die können hier hin. Das ist eine Trophäe, die kommt nicht hier hin. Steine ist klar. Hier ist nichts. Das Holz können wir mal gerade rausschmeißen. Hier ist Kohle noch dran. Andere Seite, ne? Aber ist voll, okay. Haben wir nicht, okay. Schon gesammelt. Hier kommt nichts rein, ne?
auch kein Harz mehr. Okay. Brauche nicht, okay. Ist hier nur eine Fackel? Ne. Da oben war auf jeden Fall noch einer. So. Ach, hier drinnen vielleicht auch noch. Gut, haben wir das erstmal. Und jetzt, ja, der Schlüssel ist übrigens für Krypta in einem Sumpfgegend, da wo die gerade herkamen, ne? Und wir müssen jetzt schauen, dass wir vielleicht noch irgendwie was in die Wege leiten hier, ne? Vielleicht brauchen wir noch ein bisschen Holz. Ich trage zu viel, okay. Machen wir das so erstmal. Da, der kommt da zurück. So ein paar Sachen kann ich noch loswerden hier, ne? Machen wir mal erstmal. Falsche Kiste. Die kommen dahin. Oh, das ist ein anderer wie der. Grauzwergen-Trophäe und das ist eine Grauzwergen-Berserker-Trophäe, okay. Der kommt dahin. Ich fühle mich ausgeruht und gemütlich. So, Pfeil und Bogen haben wir auch nicht, die müssen wir auch noch dran arbeiten. Die Knochen kamen hier rein. Das heißt, ich brauche die Federn und muss Holz haben und Harz, um die Feuerpfeile zu machen. Die sind mir doch wichtig. Tricks zu viel, okay. Machen wir es so. So. Ja, du trägst zu viel, genau. Das ändert sich jetzt hier. So, jetzt tragen wir nicht mehr zu viel. So, jetzt haben wir wieder Feuerpfeile da. Dann kommen zurück. War hier noch was drin? Ich glaube nicht, ne? Der Harz war draußen, das Holz war draußen. Erstmal hier okay. Dann müssen wir noch gucken, wie wir da weiterkommen, ne? Schön war das jetzt nicht. Ich mal dahin. Die Steine können noch hier rüber. So, was können wir denn bauen eigentlich? Eine Steinwand können wir hier noch nicht bauen, ne? Ja, das ist leider so. Verschiedenes hier die. Scharfe Pfähle, die müssen wir haben. Holz und Kernholz brauchen wir dafür. Kernholz und Holz. Jetzt trage ich zu viel, ist klar.
Ich kann das noch nicht mal mehr bauen. So, das reicht wieder. Jetzt habe ich mich auch noch selber verletzt daran, ne? Richtig gut, oder? Okay, wir haben nicht mehr genug Holz. So, dann müssen wir noch mal Holz haben, oder? Welches fehlt uns denn? Das hier. Nehmen wir die 19. Nicht sein, ey. Kommt da einer so hin, ey. Fehlende Voraussetzungen. Na super. Ja, aber ich sehe schon, die Folge ist wieder lang. Wir müssen noch weiterbauen. Ich werde diese Pfähle da drumherum bauen. Das werde ich wahrscheinlich offline machen. Und dann müssen wir mal gucken, wie wir hier weiterkommen, ne? Weil das war ja jetzt schon ein harter Angriff gerade. Und unsere Basis, ja, der Sumpf, das war jetzt nicht der Wald, sondern der Sumpf ruft, ne? Und das war jetzt sozusagen wahrscheinlich das, weil ich hier die ganze Zeit gecampt bin, sozusagen. Würde ich sagen, das ist bestimmt der Grund gewesen, ne? So. Jetzt muss ich nur die ganzen Samen hier aufsammeln und dann sehen wir die natürlich auch in der nächsten Folge halt. Ich würde sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit ihr das nächste Video hochladet. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video von der Kanäle teilt. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.